Moin, 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 liebe Freunde, willkommen zu XCOM. Ja, ich glaube, wir müssen hier gar nicht mehr drauf achten, das kennen wir alles noch. Ich meine, gestern war ja auch noch nicht so lange her. Glaube ich, hier unser ganzes Weltchaos. Und da wir ja sonst nichts anderes gerade machen können, auch geldmäßig. Commander, unsere Quellen berichten von einer bisher unbekannten Organisation, die XCOM-Operationen untergraben will. Diese Gruppierung hegt fehlgeleitete Sympathien für die Aliens und will in den Besitz von Alien-Technologie und Artefakten gelangen, die wir selber dringend brauchen. Nach ersten Berichten heißt diese Organisation Exort. Sie müssen den Ursprung dieser neuen Bedrohung finden und eliminieren. Commander? Der Rat hat zusätzliche Mittel bewilligt, um diese Verräter zu bekämpfen. Wir können nach weiteren Exort-Zellen suchen und über das Lagerzentrum verdeckte Operationen starten, um sie zu sabotieren. Okay, sehr interessant. Sabotage durch Exort hat unsere, was? Bargeldreserven um 50 Tacken verringert. Was? Die Exort-Zelle wurde enttarnt, schon bald wieder in den Untergrund abtauchen. Na, warte euch mal platt, ey. Schlüssel zu verdeckten Operationen. Exort ist eine neue globale Bedrohung. Sie werden die Operation gegen durchführen. Bla bla. Erste Exort operiert mit kleinen Zellen. Führe verdeckte Operationen durch, um einzelne Zellen auszuschalten. Ihre Vernichtung liefert ihr Geheimdienstinformationen, die wir brauchen. Zweitens, Exort-Zellen sind nicht immer sichtbar. Ordne einen Aufklärungsscan an, um die zu enttarnen. Verborgene Zellen können XCOM oder den Ländern, in denen sie operieren, Schaden zufügen. Okay, verdeckte Operationen. Hier musst du einen Soldaten auswählen, der die angegebene Zelle in... Verstanden. Zurück zur Basis zur Besprechung. Ja. Und wichtige Geheimdienstinformationen herausschmuggeln soll. Standort... Erstens, Spione können nur Pistolen tragen. Kacke. Wir haben noch keine Alien-Pistolen. Daher sind Pistolentechnologie und Gießerei-Upgrades hilfreich. Spione haben eine starke Fähigkeit, während ihres Einsatzes den Hack-Angriff auf Exort-Kommunikationsanlagen. Wenn du eine Exhaust-Kommunikationsanlage entdeckst, kann dein Spion hineinhacken. Drittens, Spezialisten für schwere Waffen und Mech-Kämpfe taugen nicht für Spion. Also ich weiß, dass ich Shigo vertrauen kann, aber sie zu riskieren wäre. Früher kannten wir nur fliegende Untertassen. Die Aliens haben sich seitdem schwer ins Zeug gelegt. Laura Cole. Sturm. Ja. Ich denke, das wird ein Laura. Nein, 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 Moment. Eine Mission für Dank. Verdeckte Einsatzkraft in Position, um Exort-Zelle zu sprengen in Indien. Wenig Geld für Scannen. Verdeckte Ermittlungen durch, ja. Hier spricht Central, ich höre. Was soll das heißen? Sie haben eine Schlange gesehen. Was hat das hiermit zu tun? Hä? Okay, wir müssen jetzt was verkaufen, damit wir schnell ein bisschen an Geld rankommen. Ich weiß, dass ich sowas hier brauche, aber... Mal 100 Tacken einfahren. Was ist denn jetzt hier los? Da. Okay, jetzt habe ich raus, wie es geht. Okay, sorry.
So, Scan wird eingeleitet. Position der Exortzellen bestätigt. Zu wenig Geld fürs. Geht das einer von euch? Verdecken wir halt noch was. Commander, das Artefakt, das wir an den Rat verkaufen wollen, wurde vom Forschungsteam noch nicht untersucht. Ich bin sicher, doch. Dr. Wallen wäre enttäuscht, wenn wir finanzielle Gewinne über unsere Forschung und Entwicklung stellen würden. Ja, kann sein. Ja, darauf kann ich nicht achten. Darauf kann ich gerade nicht achten. Mission bereits aktiv. Ich verstehe nicht, was ich hier machen soll. Auf dem neuesten. Ja, und was mache ich jetzt, wenn ich weiß, hier diesen Afrika? Kann ich ja jetzt nichts machen? Ich habe also nur einen hier, oder? Habe ich nicht. Also wahrscheinlich werden wir da ordentlich was einbüßen. Ich habe keinen Plan, was der jetzt hier macht, was da jetzt passiert, ob ich da den lenken kann oder wann der fertig ist in Indien. I don't know. I really don't. Also geht's hier weiter. Also gut. Leitstelle? Werden diese Koordinaten überwacht? Aufklärungssatellit Delta 2 kommt gerade in Sicht. Jetzt, Sir. Auf dem Monitor. Nichts. Nein. Das ist unmöglich. Ich weiß, dass da was ist. Thermische Sicht. Hallo. Den Untergrund bitte. Na bitte. Kontaktieren Sie alle verfügbaren. Ich bin sehr gespannt, was wir in dem Gebäude wohl finden werden. Sich vorzustellen, was die da machen. Ich glaube, das finden wir noch früh genug heraus. Okay, gefunden. Wie kommen wir rein? Auf die Frage habe ich gewartet. Alrighty then. Die Methoden zur Erschaffung dieser Kristalle. Eine organische Maschine mit komplexen kommunikativen Fähigkeiten. Wir könnten Jahre damit verbringen, das zu untersuchen. Ja, werden wir wahrscheinlich auch machen. Baue den Generalschlüssel. Mir fehlt eine Antwort, die er eben gegeben hat. Und greife dann die Alien-Basis. Ach, das ist eine Alien-Basis. Okay, die greifen wir an. Und können jetzt hier mit den Generalschlüssel herstellen. Okay, Generalschlüssel. Dieses Gerät ist der Höhepunkt unserer Erforschung des Splitters von dem Außerweltler Alien. Damit sollten unsere Truppen in den Alien-Stützpunkt eindringen können und herausfinden, was sich dort verbirgt. Klingt gut. So, das braucht nur noch zwei Tage. Achso, es ist gestaffelt. Dann ich kann mir nur vorstellen, was die Aliens in einer Untergrundanlage tun könnten. Ratsbericht, 9 Tage. Achso, Moment. Ich habe eine Idee, wie wir in die Anlage der Aliens gelangen könnten. Auf Ihren Befehl beginne ich umgehend mit der Herstellung des Schlüssels. Ja. Ich würde sagen, wir nehmen noch eins. Die Einsatzmöglichkeiten für diese Art von Technologie wären unendlich gewesen. Wären die Aliens in Frieden gekommen. Ein Tag. Ich würde sehr gern diesen einen Tag warten. Eigentlich auch die 3 Tage für ihn. Okay, das haben wir also gemacht. So, Schlüssel haben wir auch.
Ach so, ach, verdeckte Operation hier, sehen wir's. Das läuft noch 5 Tage, okay. Now I love it. So, greife die Alien Base an. Würde ich ja gerne. Ah, okay, hier haben wir den. Ah, sollen wir noch. Können wir einen Tag warten? Weiß nicht, kann man einen Tag. Ich glaube aber nicht. Wir greifen direkt an. Also. Wir greifen eine Basis an. Das heißt. Das heißt, ich würde gerne 2 Unterstützer mitnehmen. Sorry, Maru. Bist denn du schon ein bisschen hochrangiger? Oh ja, gut. Du hast Ditte. Okay, das reicht mir. Maru, du musst deine Sachen doch noch ab. So, Schalenpanzer, Plasmagewehr, Heilung. Das ist okay, würde ich sagen. Quatsch. Da, Fähigkeiten. Bist du der Granaten-Otto? Du bist der Captain Granaten-Otto. Und als offizieller Captain Granaten-Otto bist du Granaten. Waren 3 Schaden. 2 Felder Sprengradio. Ist sehr wenig. Aber es sind immerhin garantierter Schaden. Oh, 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 Leute. Ich weiß immer noch nicht, wer von unserem Team nochmal Unterstützer und wer schwer werden soll oder möchte. Deswegen keine Namensvergabe an dieser Stelle. Aber wir haben Shigo, der ist Shazam dabei. Nancy haben wir natürlich dabei. Grants, Shigos Tochter. Ich bin echt aufgeregt. Ich bin richtig aufgeregt. Wir haben Sichtkontakt mit dem Einsatzort. Dieser Generalschlüssel sollte Ihnen Zutritt zum Alienlager verschaffen. Wir haben aber nur diesen einen Versuch. Den sollten wir nutzen. Okay. Also nach Möglichkeit soll ich sogar Gefangene nehmen. An den Pulsbogen habe ich jetzt gar nicht gedacht. Weil ich eigentlich nur überleben möchte. Echt gespannt, was... Gott allein weiß, was sie mit diesen Leuten anstellen. Noch ein Grund mehr, sie in die Hölle zu schicken. Los jetzt. Bisher haben wir keinen Sichtkontakt zum Feind. Das ist aber kein Grund, die Füße hochzulegen. Wir rechnen mit erbittertem Widerstand. Wahrscheinlich rücken die Aliens gerade vor. Genau, weil ich das auch denke. In Bewegung. Kommen die Sniper an die... Stürmer kommen tatsächlich auch an die Front, um da möglichst schnell reinzuballern. Bestätige. Ja, dann gehen wir ein bisschen offensiver hier vor. Ah, machen wir erste Runde echt ohne Deckung. Mal gucken, ob es den haut. Ah ja, wir haben ja nur einen Sniper dabei. Hast vergessen. Gut, hat geklappt. Dann gucken wir erstmal, was von hinten nachrücken kann. Blöde Positionen, das heißt, das ist kein Feldposten auf. Tja, wir kennen jetzt den Ort, an dem sie die Entführten verschleppen. Was sie damit bezwecken, wissen wir aber immer noch nicht. Seht euch das hier. Alter Schwede. Da, genau, von hinten. Feind in Sicht. Feind in Sicht. Da bleibt doch dicht beieinander. Ich habe Granaten dabei, kein Thema.
Aber nein, sie werden natürlich 52, 91. Aber